Meine Damen und Herren, Sie hören Prenzlauer Berg aktuell, Sie hören die Klischee-Nachrichten. 5 Jahre nach der regionalen Ausrottung hat wieder ein echter Berliner die Grenze zum Prenzlauer Berg überschritten. Das Tier lief orientierungslos auf der Schönhauser Allee herum und hatte offenbar keine Scheu vor Menschen. Die mangelnde Scheu des Problem Berliners führte im Rathaus zu heftigen Kontroversen. Während Bezirksbürgermeister Schäufele den sofortigen Abschuss forderte, plädierte sein Stellvertreter Träufele von den Grünen dafür, das Tier einzufangen und dem Bärenfenster des Tierparks Friedrichsfelde einer artgerechten Haltung zuzuführen. Da indes eine erste Einfangaktion am Einfangen gescheitert war, konnten sich die Befürworter des Abschusses durchsetzen und ließen eine Hundertschaft bewaffneter Nudisten ausschwärmen. Polizeipräsident Dieter Glitsch forderte die Bewohner des Prenzlauer Berges auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen und die Kinder von der Straße zu holen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass kleine Schwabenkinder auf dem Speisezettel des gemeinen Urberliners stünden. Die Umweltorganisation Greenpeace sowie der World Wildlife Fund kritisierten den geplanten Abschuss und forderten ein generelles Fangverbot. Die bisherige Quotenregelung sei nicht ausreichend, auch sei ein Abschuss aus wissenschaftlichen oder traditionellen Gründen nicht mehr zeitgemäß. Zum Sport. In der Max-Schmeling-Halle findet zurzeit die Berliner Damenmeisterschaft im Tortenheben statt. Athletinnen vom Prenzlauer Berg sind traditionell die Favoritinnen in den Disziplinen Vollkorn und Ballaststoff, während im Biskuit- und Mürbebereich die Frauen vom Verein Wilmersdorfer Witwen die Nase vorn haben. Bei Gleichstand wird der Wettkampf durch eine Tortenschlacht entschieden. Da im letzten Jahr einige Witwen nach Vollkorntortentreffern Schädelbasisbrüche erlitten, gilt bei der diesjährigen Meisterschaft allgemeine Helmpflicht. Das Wetter. Nach der vollständigen Räumung der besetzten Schneegebiete durch die Befreiungsorganisation BSR beruhigt sich die Lage langsam wieder. Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt aber, das Wetter nicht weiter zu reizen. Auf Provokationen wie Salzstreuen oder Schneeschippen reagiere es unberechenbar und neige zu niederschlagendem Ausschlag mit Eispickeln. Der Winterdienst wird nun bis auf Weiteres von UNO Blauhelmen übernommen. Glätte und Schneechaos seien auf eine falsche Wetterpolitik zurückzuführen, kritisierte der wetterpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Karl-Heinz Nieselmann. Es könne nicht angehen, dass die Regierung den Winter einfach so lange aussitze, bis der Frühling komme. Die Wetterbeauftragte der Bundesregierung, Roswitha Schneebesen, erwiderte, die Opposition bewege sich auf dünnem Eis. Schließlich sei es die rot-grüne Regierung selbst gewesen, die mit Polkappen und Gletscherschmelze falsche Signale gesetzt habe. Das Ergebnis solcher Fehlanreize sei eine Überwinterung des Wetters in der saisonalen Hängematte. Und das waren die Meldungen. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Nacht. Auf Wiedersehen.